Yo, liebe Leute, schönen guten Tag, willkommen zu einem erneuten Mario-Video. Heute habe ich meine Top-Liste vor und heute habe ich 5 richtig krass nervige Gegner, die mir in der Vergangenheit richtig auf den Sack gegangen sind. Und bevor ihr euch wundert, ja Leute, ich bin ein bisschen erkältet, meine Stimme ist ein bisschen komisch, aber das hindert mich nicht an dem Video, denn ich habe richtig Bock auf diese Liste und ich habe auch den Arcata dabei, der auch 2 Gegner mit eingesprochen hat, deswegen checkt ihn auf jeden Fall ab, Link ist in der Beschreibung. Und ansonsten mein Gewinnspiel mit dem Nintendo 2DS, ich erwähne es nochmal, weil letztes Video habe ich es wieder nicht erwähnt, da gab es wieder Kommentare. Der Nintendo 2DS im Bundle geht bis zum 10.10. das Gewinnspiel. Und ihr müsst nur Abonnent sein und kommentieren. Am 10.10. lese ich es dann auf, Leute. Ansonsten fangen wir jetzt an, Leute. Lehnt euch zurück. Viel Spaß. Der erste richtig nervige Gegner, der mir sofort in den Kopf gekommen ist, ist diese komische Elektrokugel aus Mario 64, Leute. Die werden Amps genannt und die sind einfach wirklich extrem nervig und sind nur dafür da, um einen letztendlich das Leben schwerer zu machen. Und Kugelwillis, Gumbas und Koopas sind dagegen wirklich nichts. Also ich finde diese komischen Amps sowas von nervig, gerade in den Bowser-Welten bei Mario 64, wenn man da wirklich kleine Sprungpassagen hat und dann kreisen die da rum und sind wirklich nur dafür da, um ein Leben abzuziehen und um das Leben schwerer zu machen. Man muss wirklich sagen, Nintendo hat ihren Job erledigt und sie haben wirklich einen richtig nervigen Gegner kreiert. Als nächsten nervigen Gegner haben wir die Boohoos. In meiner vorherigen Analyse auf meinem Kanal bin ich bereits darauf eingegangen, was diese Boohoos für eine Fähigkeit haben, beziehungsweise eine Nervigkeit haben. Ich meine, wenn man sie anschaut, dann schämen sie sich und wollen einen nicht angreifen. Aber sie sind so hinterhältig, dass wenn man sich umdreht, dass sie einen direkt anbaggern wollen. Und in Geisterhäusern, wenn man halt auf einer Seite Boohoos hat und auf der anderen Seite auch einige, hat man ein Problem, weil man sich ständig nach links und rechts drehen muss, damit man sich halt von beiden Seiten schützt. Und diese Gegner kann man auch nur mit einem Stern besiegen. Das heißt, es gibt Level, wo Boohoos unbesiegbar sind, was einfach mega unfair ist. Oh mein Gott. Wer von euch kennt diese Caterquacks? So werden sie genannt. Ich wusste auch nicht, dass sie so heißen, aber sie heißen Caterquacks oder Caterquacks. Und ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall sind sie das erste Mal in Mario Sunshine aufgetreten. Und das sind diese komischen Kugeln mit diesen Schnäbeln, die nur dafür da sind, um einen in die Luft zu schleudern, Leute. Und sie sind auch schon in Mario Galaxy aufgetreten, in Mario Kart Double Dash, Mario Kart Wii, also wirklich einige Auftritte und wirklich jedes Mal sind sie nur am Abfacken. Und meistens watscheln sie auch noch in einigen Gruppen rum, also sie sind meistens nie alleine, immer einige Gruppen und um ehrlich zu sein, finde ich deren Design einfach nur lustig. Einfach so komische Kugeln mit Augen, mit so komischen, nicht mal richtigen Augen, nicht mal Pupillen und dann noch so eine komischen Schnäbel, die da einfach rangeklatscht wurden. Einfach ein lustiges Design und dazu noch ihre Fähigkeit, dass sie einen letztendlich hochflippen, ist lustig, aber wiederum auch extrem nervig und immer dann am schlimmsten, wenn man es gerade nicht will. Und als nächsten Gegner haben wir die Fuzzies oder Fuzzies. Und alleine da fängt es schon an. Keiner weiß, wie man diese Dinger wirklich richtig ausspricht. Und sie sind auch wirklich nur dazu da, um zu nerven. Also wirklich. In den Leveln zum Beispiel, wo es Schienen gibt, gibt es Fuzzies nur zu Häufe. Das heißt, man muss ihn irgendwie ausweichen. Wenn man Yoshi hat, hat man natürlich Glück. Da kann man sich halt retten, wenn man auf ihn rumspringt. Aber man hat ein ziemlich großes Problem, wenn man ein normaler Mario ist. Denn diese Gegner treffen einen immer. Weil sie halt auch genauso platziert sind, dass man genau dorthin springt, wo einer dieser Fuzzies sich gerade in dem Moment hinbewegt. Und als würde das nicht reichen, sie sind nicht einzeln unterwegs. Nein, diese Gegner kommen immer in einer Gruppe von 20 Leuten. Und das ist wahrscheinlich das größte Problem, die ich mit diesen Dingern habe, beziehungsweise das macht sie am nervigsten. Als letztes habe ich noch einen Platz, Leute. Der ist wirklich in Ehren gehalten und der ist aus Mario 64 und er musste mit rein. Und zwar gibt es hier einmal den Affen, der einen die Mütze klaut, was auch schon wirklich extrem nervig ist. Aber für mich toppt das alles nur noch eins und zwar aus dem Sandlevel, wo man dann auf einmal einen Stern findet, Leute. Und der wird dann noch geklaut von einem kleinen Geier. Und zwar dieser Geier heißt Klepto. Klepto der Kondor. So wird er genannt. Er soll ein Kondor sein. Meiner Meinung nach sieht es aus wie so ein dummer Geier. Und das ist der Vogel, der einen den Stern klaut und wirklich die ganze Zeit vor einen abhaut mit ein bisschen Köln. Kann man den Stern wieder von ihm wiederkriegen, aber es ist wirklich schon ein kleiner nerviger Gegner, weil er ist dafür da, um einen letztendlich die Sachen zu klauen und abzuhauen vor allem. Trotzdem eine coole Idee und ich hoffe, dass Nintendo sowas auch jetzt in Mario Odyssey wieder einführt, dass man irgendwie jemand hinterherlaufen muss, um letztendlich einen Mond zu kriegen. Ansonsten war's das mit dem Video, Leute. Guckt auf jeden Fall beim Arcata vorbei. Es lohnt sich, da vorbeizugucken. Der macht auch richtig geile Nintendo-Videos, deswegen erster Link in der Videobeschreibung. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.